Jo, Moin und willkommen zurück zu einem neuen Video. Neues Video, neues Spiel. Das Spiel heißt Spin Tires. Und hoppala, so. Und wir müssen hier mit unserem Auto durch die Gegend brettern. Nee, Spaß. Ja, ich habe jetzt gedacht, dass ich mal eine Runde Spin Tires aufnehme. Da mir dieses Spiel halt doch schon Spaß macht. Ich habe es mir halt gestern geholt. Und ich finde es halt an sich nicht schlecht. Ich mag dieses Konzept. Leider bin ich jetzt gerade nur im Singleplayer. Weil ich habe keinen, den ich kenne, der das Spiel irgendwie halt auch spielt. Leider. Aber vielleicht kriege ich ein paar dazu und ja. So, ja, ich fahre hier einfach los. Sind jetzt wahrscheinlich, hä, was ist das? Was muss man hier machen? Also in Spin Tires muss man halt mit diversen Fahrzeugen. Also halt, wir fahren auch mit diesem kleinen Pickup. Aber diesen kleinen, nicht Pickup, sondern wie heißt Geländewagen. Und müssen jetzt erstmal ein anderes Fahrzeug freischalten. Denn das Ziel ist es, Holz von der Holzaufladestelle zur Holzabladestelle zu bringen. Und jetzt wahrscheinlich alle so, wow, toll. Und das Besondere ist halt dann hier dran, dieser Untergrund. Also wie man schon sehen kann, der dynamische Boden. Also ich finde ihn geil. Ist echt gut gemacht. Dafür ist von 2014 ist das Spiel. Und muss jetzt halt hier auch ein bisschen durchkämpfen. Und wie man auch sehen kann, hat man auch Allrad, Differentialsperre, was man ja so kennt. Also für die, die es nicht kennen, Allrad ist halt, dass jedes Rad Antrieb gibt. Meistens ist ja beim Auto zum Beispiel nur das hintere, oder die meisten Fahrzeuge sind nur das hintere. Wenn ich halt auf Allrad schalte, geben die vorderen halt so gesehen auch Gas. Frisst natürlich mehr Kraftstoff. Und die Differentialsperre sorgt dafür, dass alle Räder, dass die Kraft halt gleichzeitig auf alle Räder gleichmäßig verteilt wird, sodass die Räder nicht mehr durchdrehen können. Und zum Beispiel das eine, wenn der eine Reifen richtig eingebuddelt ist, bewegt sich kaum noch, dann, und dann nur am Durchdrehen ist und der andere Reifen einfach nur komplett steht und gar nichts passiert, haut man halt die Differentialsperre rein und dann drehen sich beide gleichmäßig. Ich hoffe, man versteht, wie ich das jetzt meine. Aber ich denke mal, die meisten werden es eh kennen. Von daher. Ich hoffe, dass ich es jetzt richtig beschrieben habe. Denn ich weiß, was es macht, aber wirklich beschreiben kann ich es eigentlich nicht. Wir können auch an sich Gangschaltung manuell machen, aber das bringt eigentlich auf so einer noch guten Straße wie hier, bringt das eigentlich komisch. Weil wir hier eigentlich ganz gut durchkommen. Okay, ich lasse Allrad wieder drin. Ja, wir sind auf der Map-Küste, müsste es sein. Müsste jetzt mal schauen, wo ich in der Werkstatt. Denn ich habe schon so einen kleinen Plan. Weil ich auf dieser Karte habe ich halt schon mal angespielt, vielleicht ist es jetzt als Let's Play nehme. So zum Anfang, ich habe jetzt auch keinen Simulationsmodus drin, sondern halt nur den Standardmodus, weil ich halt das Spiel erst seit gestern, ich bin so der Oberturm, gerade mit diesem manuellen Holzaufladen. Das ist irgendwie seltsam ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz, was bauen wir mal ab? Abmachen, Kranwagen, Kranstütze. Ne, so. Okay, jetzt brauchen wir eine Sattelkupplung. Und einen. Obwohl, man kann es auch anders machen, sehe ich gerade. Und dann noch. Wo ist er? Hier. Und so haben wir jetzt vier Werkstattpunkte. Genau. Und für die, weil ich nämlich diese Werkstatt, die hier ist, will ich freischalten, da brauchen wir halt vier Werkstattpunkte.
Und jetzt haben wir vier. Ich bin beim allerersten Mal mit dem fetten Auflieger hier lang gefahren. Und das war nicht so begeisternd. Aber mal schauen, wie weit wir kommen. Also eigentlich sollten wir gut durchkommen. Und solange wir eigentlich nicht durchs Wasser müssen, würde ich halt auch in der Automatik bleiben. Weil wenn wir durchs Wasser fahren müssen, würde ich mich in der 1 Plus schalten. So, jetzt habe ich schon das erste Hindernis hier. Ja, kommt er durch. Ja, jetzt geht's noch. So. Jetzt sehen wir, das Rad dreht hier durch. Wenn die langsamer dreht, mache ich halt Differentialsperre an. Jetzt drehen die alle schön gleichmäßig. So, dass halt keine Kraft so wirklich richtig verloren geht. So, dass halt alles schön gleichmäßig verteilt wird. Also mit dem Auflieger bin ich ja auch extrem stecken geblieben. Ich muss schon die Windows erstmal nutzen. Denn Jan hat ja auch eine Seilwinde. So. Mit der man sich halt an Bäume oder anderen Gegenständen, die halt befestigt sind, ranziehen kann. Was halt meistens Bäume sind. Und dass man so halt auch noch vorwärts kommt. So, ich möchte. Hier war irgendwo, gab es hier eine befestigte Straße dann. Die würde ich sehr, sehr gerne wiederfinden. Ja, wie gesagt, ich will das erstmal hier im Singleplayer spielen. Und werde aber noch mal schauen, dass ich irgendwen vielleicht für ein Let's Play Together irgendwie bekomme. Das Spiel vielleicht auch mag. Und das ist dann halt so ein Multiplayer Let's Play gibt. Vorne haben wir jetzt Wasser. Hält sich mal noch so durch. Und kommen hoch. Ja, kriegen wir hin. Perfekt. Eigentlich, wenn wir einmal durch sind mit Anhänger, das ist nicht das Problem. So, jetzt hier noch links rüber, dann müsste eigentlich gleich die Straße kommen. Na komm, zieh, zieh, zieh. Oder? Kurz Ruckler, okay. Irgendwie ist es gerade leicht ruckelig, okay. Ja, eine Sekunde, ich muss mal kurz schauen. Okay, Aufnahme läuft alles. Mache ich das hier mal zu. So. Ja, jetzt geht's wieder. Tatsache. Okay. So, dann fahren wir auf hier Richtung Werkstatt und nehmen letztlich mal noch diese Verdeckung hier mit. Denn wie wir auch gerade gesehen haben, sind hier diese Verdeckungen. Und die kann man halt, indem man hier in diesen Kreis reinfährt. So. So hier aufdecken. Jetzt haben wir halt die Karte hier frei. Sehen wir, dass wir hier oben lang fahren können. Wenn ich hier Richtung Werkstatt komme. Und das würde ich halt auch gerne machen. Ich hoffe, mein Anhänger hasst mich gerade nicht. Doch, er hasst mich. Die Kamera auch. Die Kameraführung ist halt hier ein bisschen heavy gemacht, sage ich mal.
Aber wir kommen raus. Gott. So. Wieder hoch. Ja, komm, schaffst du. So, hier rum. Okay, das haben wir auch überstanden. Jetzt kommt hier eine kleine Brücke. So, Kamera. So. Um Kraftstoff zu sparen, können wir hier halt ohne Differentialsperrung ohne Dings nachfahren. Generalrad. Spart halt ein bisschen Sprit. Also, ich habe bis jetzt noch gar keinen Schaden genommen. Das ist sogar gut für meine Verhältnisse. Ging das hier schon rein? Nee. Ein Stück schon weiter. Genau, hier ging es rein. Müssen wir nur hier aufpassen. Weil mir die 1 Plus geschalten. Mit der kämpft er sich meistens besser hoch. Als wie eine Automatik, weil der schaltet ja immer wieder runter. Ja. Perfekt. So wie es laufen muss. So. Entladen. Okay, jetzt haben wir die Werkstatt hier freigeschalten. Stelle ich den mal hier ab. So. Motor aus, Fahrzeug wechseln und wir gehen unser neues Fahrzeug. Denn ich finde den hier nämlich ein bisschen besser. Das Ding ab. Zwei, Holzauflieger, vier. Sekunde, ich gucke gerade durch. Erstmal reinfuchsen. Ach, okay. Hier habe ich einen Anhänger für Kurzholz. Ich vergesse mal, dass ich die Handbremse erst rausnehmen muss. So, den nehmen wir mit ran und dann noch. Wollen wir so fahren? Nee, wollen wir nicht. Ich verliere was klein an. Okay, jetzt haben wir noch ein paar Reparaturpunkte mit. Und ab geht's. Auf zur Holzverladestelle. Und ich gebe gar keinen Gas, der rollt hier richtig geil runter. So. Rüber hier. So, die Stelle ist nämlich hier rechts, hier oben bei der Stammausgabe. Jetzt mal gucken, wie jetzt hier ja, Dinge beladen, ob ich da jetzt noch ein zweites Fahrzeug brauche, einen Kran oder ob ich das so machen kann. Ich weiß nicht, die hat mal irgendwas gebracht gehabt, dass das mit der Hand verladen musste. Ich glaube, das war nur in diesem Special Hardcore Modus so. Was hier rein? Ich glaube ja. Ja, mal. So, hier ist das Ding zum selber verladen. Aber das will ich nicht.
Ist da irgendwo ein zweites, wo man sich beladen lassen kann, irgendwie? Damit mit selbst aufladen bin ich nicht so gut. Scheinbar gerade nicht. Ist auch eine Sackgasse, ne? Ja, okay. Wo haben wir noch so ein Teil? Holz? Ach, okay, also das sind scheinbar nur diese Dinger. Und direkt Holz hat man dann hier unten. Okay, müssen wir den ganzen Weg wieder zurückfahren. Und so sind wir dorthin, wo wir angefangen haben. Okay. Ja, ich hab die Schlange angespielt. Zu meiner Verteidigung. Obwohl ich gleich hier oben lande. Ja. So. Kann ich jetzt nicht auf so einen Holzstamm aufbocke. Oh Gott. So. Ich glaube, ich muss ich den Fluss runterheizen. Dann komme ich da oben lang. Ich kann auch hier hinten lang. Das sollten wir schaffen. Ja, nur schön gewaschen hier. Dann passt das schon. Hier ist sogar ein Weg. Nehmen wir den gleich mal. Oh, jetzt habe ich Schaden kassiert. Ja, durchs Kühle nass durch. So. Genau, fand richtig. Guti. Ui, kommt er nicht durch? Doch, kommt er. War ganz schön schwer. Kriegst du schon einen zweiten Gang? Dritten? Könnte ich eigentlich ins Plus schalten? Wenn er hier so zu kämpfen hat, dann kann ich nämlich mit der 1 plus ein bisschen mehr hier rausholen. Als ich mit der Automatik. Na los, komm mal. Okay, ich würde jetzt fast sagen, links rum. Haben uns gerade ganz schön ein. Oh oh. Ah, ja, jetzt kommt er wieder. Ja, jetzt greift er wieder vorne. Ja, schafft er. So, kriegen wir alles hin. Große Schwertarbeit hier. Jetzt müssen wir nur mal hier durchkommen. Nein. Jetzt kramen wir uns hier eigentlich. Ja, ernst, oder? Oh, Scheiße. Ah, kommt er hoch.
Nee, der will scheinbar nicht. Okay. Wir nutzen mal die Salve, ne? Und gib ihm. Okay, jetzt können wir uns mal ein bisschen rausziehen. Und weiter geht's. Aber die Strecke ist aber auch nicht gerade die beste für uns irgendwie. So, wo sind wir überhaupt? Okay, wir sind gleich in der Werkstatt. Ich hätte dann auch erst hinten umbauen können, aber egal. Lass ich den hier noch mal ganz kurz reparieren. Na komm, halt an, so. Ach, der Tank geht gar nicht auf, okay. Ansonsten passt das ja alles, ne? Ja. Und weiter geht's. Doch, wir kommen eigentlich schon gut durch, dafür, dass wir hier auf den Anhänger fahren. Ja, das passt. Jetzt probieren wir jetzt aber die Rücktour dann mit zwei beladenen Anhängern, also mit zwei. Ja, mit zwei beladenen Anhängern. Einmal die Ladefläche auf dem LKW voll und einmal der Anhänger. Oh Mann, das kann doch gar nicht so gut. Oh, jetzt tritt er hier richtig auf Gaspedal. Mit Gang 5 durch den Schlamm fahren. Oh, schade. Ich muss aber auch noch mal gucken, dass ich mir eine neue Tastatur hole, weil meine Tastatur, die hat irgendwie ständig solche eine Art Aussätze. Wenn ich jetzt irgendeine Taste gedrückt halte, würde ich halt gedrückt, also wenn ich zum Beispiel jetzt Google bin, wenn ich drücke die Taste, er schreibt den halt den Buchstaben die ganze Zeit durchgängig, dann hört er kurz auf und dann schreibt er weiter. Hört er wieder kurz auf und schreibt wieder weiter. Also die ganze Zeit. Ja, und Stronghold werde ich dann wahrscheinlich nachher noch eine Folge aufnehmen, aber wahrscheinlich jetzt wieder nächste Woche kommen. Weil das immer solche Langfolgen sind. Komme ich denn hier rein? Hier links? Ich sehe halt nichts. Ja, okay, hier. Das Stronghold dann nächste Woche weitergeht. Ich hoffe, dass ich es dann auch nächste Woche zum Abschluss bekomme. Also ich hoffe es eigentlich nicht, dass es beendet ist, aber halt als erstes abgeschlossenes Let's Play. Also Story. Let's play. Und kommt gänzlich hoch hier. Ja. Und jetzt einmal wenden. Oh, okay. Ja, ich will jetzt Differentialsperre und Lenken, so muss man das machen. Doch, wir kommen ohne Differenzialsperre durch, oder? Ah. Jetzt muss der Anhänger leider noch ein bisschen leiden. So, jetzt habe ich's. Achso, muss erst noch in Position.
Okay, unsere Konstellation steht. Kamera, darf ich mal wieder? Danke. So, wir haben jetzt hier unseren beladenen LKW plus den beladenen Anhänger. Und ob wir es dann schaffen, zum Abladepunkt, der hier oben ist, das wird sich dann später herausstellen. Dann sage ich erstmal, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, Kommentar, Abo, kennt ihr alles. Kommentar mit Verbesserungsvorschlägen, Themenvorschlägen, Spielewünschen, gerne gesehen. Dann würde ich mal sagen, haut rein und wir sehen uns, beziehungsweise wir hören uns im nächsten Video.